Tja, die Sache ist die. Haben wir jetzt mit dem Hebel dazu gemacht? Können wir mit den Hebeln überhaupt noch was anfangen? Ah. Ich glaube, mit dem Hebel machen wir die Tür auf und zu. Kann das sein? Nein, die Tür sind immer noch zu. Können wir überhaupt? Überhaupt irgendwelche Hebel wieder umlegen, um was auf- oder zuzumachen? Okay, das finde ich nicht so nett. Candidus, mein Atem geht ruh. Mandaya, ich versuche mein Bestes. Na, der Unteranführer hat keine Lust gerade, so wie es aussieht. Na gut, der ist etwas härter im Nehmen, deswegen sollten wir auch ein bisschen was auf ihn verwenden. Um ihn mal schnell loszuwerden. Meistens haben ja die Unteranführer auch was Besonderes dabei. So viel dazu. Na klar. Ach so, hinter der Wand. Das war die Geheimwand, oder wie? Und der Orkkrieger war versteinert. Ach du meine Güte. Orion. Nee. Ich suche eigentlich nach wertvollen Sachen. Wie dem Geld. Langbogen brauchen wir auch nicht. Ich meine, wir räumen dem jetzt nicht die ganze Dings leer. Ja, so sieht Volkrim gar nicht mal so schlecht aus. Hat dann zwar den einen Schutz am Rücken nicht mehr, aber dafür mehr Schutz am Kopf. Elfenbogen, 1W3, Weidener Langbogen. Oh, das ist so genau dasselbe wie der Tiki-Langbogen. Weißt du was? Den sag mal mit ein, der sieht wertvoll aus. Munition nehmen wir bitte alles mit. Mein Atem geht ruhig. Gut. Da ist noch ein Waffenregal. Andergaster.
Ein Zwerg, ein Wort. Das Bastardschwert ist eine Einhandwaffe. Nehmen wir das Bastardschwert und den Undergaster mit. Oh. Na gut, die eine Behinderung wird Vorgrim jetzt nicht so viel ausmachen. Aber der eineinhalb Händler, wo ist er denn? Das Bastardschwert. Ah, das sieht doch toll aus. Das Ding ist so groß wie ich. Nein. Gladys ist gerade so nicht überlastet. Okay. Lassen wir mal alle anderen hier liegen. Wir haben schon mehr als genug Zeug und wir haben auch sehr viel Geld hier eingesackt. Ah, das ist schön anzusehen. So, bei den drei Schilden. Ist aber halt schwierig zu erkennen, welchen Hebel man in welcher Reihenfolge umlegen muss. Ich glaube, mit dem Hebel haben wir das Tor hier verschlossen. Damit die Orks dort uns nicht belästigen. So. Das heißt Quick Save. Sag bloß, das war's schon. Wenn ja, dann lache ich. Das hat dieses Tor aus Eisen bewegt. Aber nicht so, wie es aussieht, das große Tor, oder? Doch, das auch. Okay. Können wir ja mal kurz hier reingucken. Du dummer Garian, was machst du dort mit diesen Hebeln? Mach, dass du den Anführer wieder frei bekommst. Aber ich bin doch nur aus Versehen dagegen gekommen. Ja, so ein Anführer wird dir nur aus Versehen deinen Kopf abschlagen, wenn du dich nicht beißt. Marscha! Lassen wir die mal da drin streiten. Lalala. Ich habe einen anderen Halbhänder. Was für eine Waffe führt Vorgrim? Gehen wir doch noch mal gucken, ob wir was Besseres für Vorgrim in der Waffenkammer finden. Naja, ich habe es schon mal gesagt, aber ich kann es gerne nochmal betonen. Drakensang ist, was Waffen und Rüstung und so angeht, ein kleines bisschen an. Schultern. Nach Schultern können wir hier auch gucken. Ein kleines bisschen anders als zum Beispiel Dungeons & Dragons Spiele. Einfach wegen der Tatsache, dass... Das ist ein Varunkehang. Dass es nicht so viele magische Waffen gibt und magische Rüstungsteile. Streitaxt? Nee. Hier waren Kettenhandschuhe, Bronzeschultern, Tellerhelm? Nein. Hier waren nur... Hatten wir den nicht mitgenommen? Oder hast du aus Versehen irgendeinen?
Achso, den Elfenbogen. Na doch, nehm den auch noch mit. Da ist nichts mehr. Da ist noch was drin. Sturmhaube, langes Kettenhemd. Ich versuche mein Bestes. Behinderung 4 und ja, 4. Also, nee. Wie viel wiegst du? 10 Stein. Wie viel Traglast habt ihr noch? So, niemand hat wirklich noch Traglast. Außer mir. Folgt mir. Na gut, das Kettenhemd. Also das lange Kettenhemd. Kettenhandschuhe. Ich versuche mein Bestes. Hat Vorgrim schon ausgerüstet. Kettenhaube brauchen wir auch keine. Das lange Kettenhemd können wir mal mitnehmen. Das ist sicherlich gut was wert. Aber ja, eine Ersatzwaffe für Vorgrim haben wir nicht. Und für die Schultern für Gladys und Gwendala haben wir auch nichts hier drin gefunden. Schade. Außer vielleicht in der Truhe dort noch. Nein. Ein Schwert, ein Bock. Schleifsteine und so nehmen wir gern noch mit. Aber jetzt die... Mein Atem geht ruhig. Bjaka, ja, seine hat er schon ausgerüstet. Meint ihr? Was eigentlich eine ziemlich gute Axt ist. Schon. Silbertal und Wundpulver, ja, okay, können wir auch noch mitnehmen. Gut. Ich würde sagen, die restlichen Orks lassen wir hier einfach mal drin vor sich hingammeln. Mal ganz ehrlich, bringt das noch Erfahrungspunkte? Ja, kriegt immer noch 3 Erfahrungspunkte pro Ork. Allerdings... Tote Orks hier oben. Ich versuche mein Bestes. Einfacher Verband und Geld. Also ja, hier liegt sehr viel Ausrüstung rum. Ist ja auch ein Schloss. Und wir sind jetzt... Zellentrakt Treppe. Oder? Treppe. Achso, okay. Treppe ist ein Die Treppe ist ein extra Map-Bereich. Auch gut. Das heißt, wir sind jetzt im Bierlager. Au. Sehr viel Au. Los, mach jetzt die Tür auf. Mozra! Gekantar, wieso ich? Das ist bestimmt eine Falle. Ich werde ihn davor auf. Beweg dich, oder ich greif dir den Kopf ab. Mozra! Gildhirsch, Oglak und Toklek sind bereits tot. Ich will nicht der Nächste sein. Los, mach jetzt die Tür auf. Mozra! Gekantar, bist du ich? Oh, das ist viel Einbeersaft. Über den davor auch. Beweg dich, oder ich reiß dir den Kopf ab. Mozra! Oh, wie nett. Lass das mal frei. Unkostbar.
erstmal die beiden loswerden. Ja, und ich muss sagen, es sieht irgendwie komisch aus mit dem Anderthalbhänder. Ehrlich gesagt, ist mir da ein Langschwert, glaube ich, lieber. Aber ich glaube, wir bleiben wirklich erstmal bei Schneid. Noch mehr Einbeersaft. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, uns hier mit Einbeersaft so zuzubomben.